Einen wunderschönen guten Abend oder bonsoir, mes amis. Ja, wenn das ertönt, wenn das Französisch erklingt, dann wird es heute auch ein bisschen Französisch. Warum? Ganz einfach. Heute werde ich dieses schöne Modell ins digitale Zeitalter überführen. Ja, und das wollte ich euch so ein bisschen zeigen und daran teilhaben lassen. Und ich würde mal sagen, bis später. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an. Wir zerlegen zunächst einmal erst das Modell selber. Was heißt zerlegen? Wir entfernen die Schraube vom Gehäuse. Packen das jetzt mal an die Seite. So. Dann haben wir hier schon mal das Innenleben, ne? Hatte ich ja vor einigen Wochen mal gezeigt, das Innenleben. Der alte Motor, Altstrommotor, wie es so schön heißt. Der FRU und hier die Elektronik, die den berühmt-berüchtigten Bocksprung beim Umschalten verhindert. So, und das werden wir jetzt alles so nach und nach ausbauen. Auch die Glühlampen fliegen komplett raus, weil ich habe vor, LEDs einzusetzen. Ich habe das schon mal so weit vorgebohrt, weil ich auch das Schlusslicht dazu haben wollte. Da passen 2 mm Tower-LEDs rein und die werde ich dann entsprechend einbauen. Ja, ferner werde ich einen Pufferspeicher einbauen. 2200 µ, 25 Volt. Als sogenanntes Powerpack. Das heißt, eine Diode und ein Ladewiderstand kommen da noch vor. In der Hoffnung, dass das Fahrverhalten dann etwas besser wird. Platz ist vorhanden. Hier kann man es sehr schön sehen. Ich lege es jetzt mal hin, aber am Ende kann man sicherlich auch den Kondensator aufstellen. Das werden wir dann im Detail sehen. Soweit erst einmal und dann wollen wir mal loslegen. Und während die beiden Drehgestelle in SR24 gebadet werden, habe ich mir jetzt einen Glasfaserstift genommen, so einen Reiniger. Und werde hier mal so ein bisschen die Ecken, wo Abrieb war, das von den Rückständen entfernen, um hier möglichst optimale leitfähige Verbindung zu haben. So, das sieht gut aus. Das kann man erstmal so lassen. Ich werde jetzt als nächstes den Umschalter für Oberleitung und Schleifer entfernen. Da muss ich mal einmal gucken. Ich denke mal, da muss man mit sanfter Gewalt, hätte ich fast gesagt.
Ja. Ein bisschen gegendrücken mit dem Schraubendreher und dann entfernt er sich. Der eine oder andere mag vielleicht denken, dass ich die Lok so umbaue, dass ich sie jederzeit wieder zurückbauen kann. Nein, das ist bei mir nicht der Fall. Wenn ich die Loks digitalisiere, dann, sag ich mal, endgültig. Heißt also, solche Dinge wie Umschalter bei den Elektrolokomotiven, bei den E-Loks, die fliegen raus, die brauche ich nicht mehr. Und ja, die Oberleitung ist bei mir ohnehin Attrappe. Und von daher kann ich mir den Umschalter hier jetzt sparen und habe auch ein bisschen mehr Platz, um nachher den Pufferspeicher einzubauen. So, und den mache ich jetzt als nächstes schon mal fertig, während die Drehgestelle noch weiter im SR24-Bad liegen. So, jetzt mache ich den Pufferspeicher fertig. Ich habe hier noch einen gefunden, 4700 Mikrofarad, 25 Volt. Den will ich mal hier einbauen. Ja, wie das Leben so spielt. Ich habe einen eklatanten Fehler festgestellt. Die Diode ist falsch rum. Also muss ich den doch nochmal ablöten. Und quasi um 180 Grad drehen, sonst funktioniert das nicht. Also nochmal bisschen ablöten. Naja, gut. Keiner ist perfekt. Nobody's perfect. Ich habe mich entschlossen, euch diese Peinlichkeit zu ersparen. Letztendlich ist mein Pufferspeicher jetzt fertig, und kann dann an die Platine angelötet werden. Das kommt gleich als nächstes dann, wenn ich, das anfange einzubauen. So, ich lasse die, Drehgestelle nach wie vor im SR24-Bad, dass sie richtig gereinigt werden. Und in der Zwischenzeit kümmere ich mich mal um die Beleuchtung. Ihr seht schon, ich habe die Schlussbeleuchtung aufgebohrt. Und hier kommen 2 mm Tower-LEDs rein. Ich zeige das mal einmal. Prinzipiell so. Na, komm schon. Und so, rum kommen sie jetzt rein. So, dann schimmern sie hier schon mal durch. Und ich werde das jetzt so machen. Das Schöne ist, es ist hier von außen, so wie ich das sehe, plan. Ich kann das also jetzt von außen machen. Ich werde sie jetzt von außen stecken.
So. Und so. Und dann werde ich die Drähte so biegen und miteinander verlöten. Das gleiche passiert dann auch mit den, na komm, stell mal scharf, mit den weißen LEDs. Na, die werden dann hier im Prinzip, na, ich nehme mal eine, die noch nicht abgebogen ist. So, kann ich das genauso bearbeiten, entsprechend biegen. Und dann kann ich U plus von den beiden zusammenfassen. Minus, auf der Minusseite, auf der Kathode, da werde ich für das Schlusslicht Vorwiderstand einlöten, 6,2 Kiloohm. Und für das Frontlicht 2,7 K. Und ich denke mal, das stimmt das ganz gut. Und so soll es dann auch sein. Ja, dann werde ich damit mal anfangen und ich zeige euch das Ergebnis später. So, der HLA ist eingebaut. Das Getriebe wurde zuvor gereinigt. Und ich habe jetzt das Labornetzteil angeschlossen. Ihr seht es an den Krokodilklemmen. Und dann wollen wir mal ein bisschen Saft drauf geben. Ja, dreht doch. Das hört sich doch schon mal gut an. Das ist jetzt bei ungefähr 8 Volt. Jetzt sind wir bei 13 Volt. Hört sich gut an. So, dann klemmen wir das Ganze einmal nochmal um, dass er rückwärts läuft. Was heißt rückwärts? In die andere Richtung. Rückwärts, vorwärts ist man jetzt hier relativ. Auch hier hört sich gut an. Ja, das hört sich schon mal nicht schlecht an. Ich lasse den jetzt noch so ein bisschen laufen, dass das Öl sich verteilt. Und dann geht es jetzt langsam weiter. Eine Sache wollte ich euch hier noch zeigen. Hier habe ich ein Stück Telefondraht, Kupferdraht eingewickelt für die Masseabnahme. Hier löte ich dann noch ein Kabel an. Das führe ich dann zusammen mit dem Schleiferkabel ins Chassis. Und verlöse das auch noch an die Gehäusemasse. Ich hoffe, das bringt auch noch so ein bisschen was und verbessert die Masseabnahme und die Fahreigenschaften. Aber das werden wir dann sehen. Das kommt dann als nächstes. So, liebe Freunde, es ist vollbracht. Bevor ich jetzt die Lok endgültig zusammenbaue, wollte ich euch einmal kurz zeigen, was ich alles gemacht habe. Also, hier rote LEDs und weiße LEDs, um hier den Lichtwechsel rot-weiß zu bewerkstelligen. Ich habe die Märklin-Farben verwendet, das heißt Orange für U+, und Gelb für Licht hinten, Grau für Licht vorn. Und dann habe ich hier noch entsprechend AUX 1 und AUX 2 angeschlossen. Das Licht muss noch entsprechend, die Funktion wird dann noch entsprechend gemappt, das mache ich später. So, das Ganze habe ich, war für mich jetzt eine Premiere, dass, ich habe hier jetzt Steckverbinder genommen und ihr seht, ich habe hier einen Farbtext drauf gemacht, damit die Polung richtig ist. Das sind dreipolige Stecker, das ist insofern wichtig, weil den U+ habe ich immer in die Mitte gelegt. Sollte man sich mal verstecken, sprich, man dreht den Stecker um 180 Grad. Gibt's keinen Kurzschluss, dann ist halt nur das Licht falsch geschaltet. Damit kann man aber leben, das ist dann schnell behoben. Ja, dann habe ich hier die Kabel entsprechend verlegt. Ja. Pufferspeicher. 4700 μ müssen das sein. Habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf. Doch, das ist so. So, dann
Ich hoffe, man kann es erkennen. Hier noch ein zusätzlicher Masseabgriff. Da habe ich einfach ein Stück Kupferdraht drumherum gewickelt, ein Kabel angelötet und mit hier auf den Masseanschluss vom Motor gelegt. Ja, und im Prinzip geht es jetzt aufs Testgleis oder auf die Anlage. Und wir werden jetzt, dann werde ich die ganzen Funktionen noch mappen. Und dann geht das seinen Gang. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf der Anlage wieder. Et voilà, da steht sie. Die schöne Französin BB15000 mit der Betriebsnummer BB15065. Märklin 3321. Diese Lok ist jetzt ins digitale Zeitalter überführt worden. Und ja, es ist ein Lokdecoder. Ich hatte es ja eben schon kurz gezeigt. Pufferspeicher. Und ja, ein paar Lichtfunktionen hat sie bekommen auch. Ne? Zwei Lichtspitzensignal. Und entsprechend Rücklicht mit der Fahrtrichtung wechselnd. Das ist jetzt da mit hinzugekommen. Dann habe ich den Rangiergang insofern aktiviert, dass ich beide Seiten, man kann ja jetzt nicht von Doppel-A-Licht sprechen, weil die Franzosen nur mit zwei Lichtspitzensignal fahren, aber ich habe es jetzt einfach mal so gemacht, wie in Deutschland, dass eben im Rangiergang beide Stirnlichter in Betrieb sind. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das dem Vorbild bei den SNCF so entspricht, aber ich habe es gemacht, mir gefällt's und das ist schließlich die Hauptsache. Ja, und dann würde ich sagen, schicken wir doch mal den Hubel gleich auf eine kurze Testfahrt. So, wir machen die erste Testfahrt erstmal vorsichtig, weil ich gucken will, ob der Pantograph auch alles so mitmacht, wie ich mir das erhoffe. Deswegen machen wir erstmal hier eine schöne langsame Fahrt. So. Soll auch keiner meckern und die Modellbahnpolizei holen, bloß weil ich bei Rot über Signal gefahren bin. Das gibt's hier natürlich nicht. So, Pantograph ist eingefangen. So, mal schauen. Ja, und dann wollen wir doch mal die schöne Französin auf Reisen schicken mit einem passenden Schnellzug bestehend aus SNCF-Wagen. Kleine Testrunde nur mal, weil ich werde später mal ein ausführlicheres Video über meine Franzosen machen. Und das kommt dann in der Rubrik Schöne Züge in Katharinenthal. Aber jetzt erst einmal geht es um die neue digitalisierte BB15000 von Märklin. Und sie soll einmal hier eine Runde drehen. Liebe Freunde, und das war's mal wieder. Eine weitere Lokomotive ist in meine digitale Flotte gekommen.
die französische BB 15.000. Das ist eine Lok aus dieser Serie. In Frankreich nennt man sie Le Nez Cassé, die gebrochene Nase, einfach aufgrund ihres Designs. Und ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, vielleicht wiederhole ich mich jetzt auch, aber dieses Design gefällt mir. Da haben die Franzosen damals was Schönes gezaubert in den 70er und 80er Jahren. Und ja, mir gefällt's gut. Ich bin sehr zufrieden. Es funktioniert alles so, wie ich mir das erhofft und gewünscht habe. Und das ist ja am Ende die Hauptsache. Ich bedanke mich für euer Interesse, fürs Zuschauen. Und ich sage tschüss, bleibt anständig, bis zum nächsten Mal. Euer Frank von Franks Modellbahn.